Die nächste Hürde ist genommen, der deutsche Aktienmarkt. Der DAX hat die Marke von 18.000 Punkten übersprungen. Ist da jetzt zu viel Euphorie am Markt und lohnt es sich überhaupt noch für Anleger reinzugehen? Darüber spreche ich mit Robert Halver von der Baader Bank, zugeschaltet aus Frankfurt. Schön, Sie zu sehen, Herr Halver. Ich freue mich auch, Sie zu sehen, zumindest virtuell. Ja, immerhin virtuell. Eigentlich würden wir uns ja an der Börse sehen, aber es ist Streik in Deutschland, deswegen eben virtuell. Herr Halver, wenn wir auf den DAX gucken, wir sehen einen Rekord nach dem anderen. Was sind denn die Themen, die den DAX so treiben? Denn man hat das Gefühl, so eine riesige Euphorie gibt es gar nicht am Markt. Ja, zunächst ist ja gut, dass die Euphorie gar nicht so groß ist. Das war ja mal vor vielen Jahren mal ganz anders, von daher ein bisschen Ruhe, das ist immer ganz gut. Was sind die Gründe? Zum einen natürlich nach wie vor das alte Thema Zinssenkungsfantasie. Wir haben ja kürzlich gehört, dass die EZB ja doch vielleicht fast früher die Zinsen senken könnte. Zumindest wird das als Gerücht im Augenblick über die Äther hier gejagt, über die Bildschirme, was ich hier so sehen kann. Das macht natürlich sehr viel aus, weil der Zins natürlich der natürliche Feind der Aktienmarkt ist. Das andere Thema ist aber auch, dass sich die Weltkonjunktur beschleunigt. Das sagen alle Frühindikatoren. Und wir wissen ja, gerade im DAX, aber auch im MDAX, haben wir immer noch genügend zyklische konjunkturabhängige Werte, die, wie ich finde, noch überhaupt nicht teuer bewertet sind, zumindest deutlich günstiger als Hightech-Werte. Und darin geht dann eben auch der Drang der großen Kapitalsammelstellen. Man könnte auch sagen, der Markt wird breiter. Es ist nicht nur Hightech, es ist auch die Industrie, es sind die Kulturwerte und das macht die Sache auch sicherlich stabiler. Gerade weil es diese riesige Euphorie vielleicht nicht gibt, ist es wahrscheinlich, dass vielleicht nach, sagen wir mal, kurzen Rücksetzern und Gewinnmitnahmen die Rallye weitergehen kann. Wohin kann es denn für den DAX 2024 gehen? Sind die 20.000 Punkte auch möglich? Ja, das ist jetzt das Jonglieren mit Zahlen. Also ich fange mal so an. Es wäre sehr schön, es wäre gesund, das würde mich sogar erfreuen, wenn der Markt auch mal konsolidieren würde. Das kann auch ruhig mal 10% sein. Wichtig aber zu erkennen ist, dass das relativ schnell geht. Rapp, zapp, wie man in meiner Heimat sagt. Das heißt, die Bereinigung findet sehr schnell statt. Das heißt, man muss auch wieder zügig reinkommen. Der Markt hat noch Potenzial. Ob es die 20.000 wäre, das ist vielleicht etwas zu hoch gegriffen. Wäre auch vielleicht etwas ungesund, lassen muss das mal für das nächste Jahr übrig. Aber man sollte dann auf jeden Fall wieder reinkommen. Wir sprechen ja immer von einem Aktienindex, den DAX, von einem breiten Index mit 40 Werten. Aber dass sicherlich die eingangs von mir beschriebenen zyklischen Kulturwerte noch Potenzial haben, davon gehe ich auf jeden Fall aus. Wenn sich die Weltkultur weiter beschleunigen sollte, was nochmal abzusehen ist, dann ist auch Potenzial drin. Das heißt, die treibenden Werte, die Industriewerte, sollte man dann nach wie vor auf seinem Zettel haben und die kaufen nach einer Konsolidierung, unabhängig, ob wir die 20.000 oder wann wir die 20.000er Marke beim DAX erreichen. Heißt das denn jetzt für Anleger eher einzelne Werte rauspicken oder breiter aufstellen in Fonds und ETFs? Warum sollte man nicht beides machen? Warum sollte man nicht eben diese breite Absicherung haben im Sinne einer regelmäßigen Ansparleistung? Denn das sage ich an der Stelle auch, ich für eine Aktienrente, die da ja kolportiert wurde, nicht sehr viel halte. Das sollte man schon privat machen, das macht schon mehr Sinn. Aber die Einzelwerte, warum denn nicht? Gerade wenn man auf die Zykliker setzt, übrigens auf die zweite Reihe, nicht nur im DAX, die ja noch deutlich zurückgeblieben ist. Wir haben ja immer das Problem, dass wir die Wirtschaft, auch die Weltwirtschaft mit dem Bezug auf unseren Standort sehen, der ja vielleicht suboptimal organisiert ist. Das streiche ich. Aber man sollte erkennen, dass unsere Werte weltweit tätig sind und weltweit eben auch von den massiven Investitionen in die Zukunft, in Standortfaktoren, in Infrastruktur, in KI, in Klimaschutz natürlich profitieren, weil wir als Zulieferer dann nach wie vor sehr gefragt sind. Also es ist wichtig, dass auch diese Einzelwerte, wer es denn möchte, und ich hoffe, dass das viele, viele möchten, dass man da auch einsteigt. Zudem liegen ja Gold und Bitcoin auf Rekordständen. Sollten sich Anleger auch damit beschäftigen? Gold, das habe ich immer gesagt, bis 10% des liquiden Vermögens, ja, auf jeden Fall. Auch zur Absicherung. Wir sehen ja, die großen Käufer sind nach wie vor die Notenbanken. Es wird aber auch gerne gekauft, weil natürlich die Zinssenkungsfantasie den Nachteil von Gold, dass es keine Zinsen zahlt, natürlich dann wegnimmt.
Also Gold ist dann wieder attraktiv, definitiv. Die Welt ist kein friedlicher Platz und dann sollte man für Gold was übrig haben. Die Kryptowährungen sind deutlich spekulativer. Wir wissen natürlich mit den ETFs, die es ja in Amerika darauf gibt, hat das Ganze durch eine gewisse Stabilität bekommen. Das soll jeder machen, wie er Laune hat. Das ist Spekulation. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja, aber wohl immer wissen, dass auch die Schwankungen deutlich höher sind. Aber bitte nicht den Fehler machen, vom Festgeld unter Umgehung aller Zwischenstufen im Aktienbereich direkt bei den Kryptowährungen landen. Das wäre mir zu riskant. Also die Kryptoanlagen wären ein Add-on, wäre sozusagen das Schmankerl aus spekulativer Sicht. Aber die Basis ist nach wie vor der Aktienmarkt. Und was heißt das jetzt alles so für Anleger? Wie könnte man in die nächsten Wochen, in den Frühling vielleicht gehen und sich richtig aufstellen? Ja, ich bin an der Stelle sehr langweilig. Ich bin ein großer Anhänger erstens von den regelmäßigen Ansparplänen, die also auch dann natürlich dann längerfristig Rendite bringen, wenn der Markt auch mal nachgibt. Aber auf Einzelwerteebene, das sage ich auch sehr klar, geht der Markt mal runter. Und es wäre schön, wenn dieser Überdruck mal rausgelassen wird. Mein Beispiel mit dem reinigen Gewitter passt hier sehr gut. Dann aber wir zügig reingehen und dann auch gerne mit dem Schwerpunkt eben, gerade was Europa und Deutschland angeht, mit den kulturzyklischen Werten. Denn sie sind noch günstig, sie können viel. Unsere auch Nebenwerte, die sind echt sexy, sagen wir es mal so. Und die sollte man dann auch im Depot haben, weil das ist für mich eine Entwicklung, die definitiv läuft. Und das kann man auch sicherlich sehr wertneutral formuliert über Herrn Trump sagen, sollte er Präsident werden, wird die amerikanische Wirtschaft ja sicherlich nicht lahmen. Er wird ja viel für die amerikanische Wirtschaft tun. Und davon werden auch die europäischen, deutschen Zykliker profitieren, wenn sie in Amerika mehr investieren, mehr Umsätze machen und damit auch mehr Gewinne generieren. Sagt Robert Halber von der Baader Bank, heute zugeschaltet aus Frankfurt. Herr Halber, ich danke Ihnen für dieses Update in dieser Woche. Ich danke Ihnen. Glück auf. Viele Grüße nach Frankfurt und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Bis zum nächsten Mal.